Yo Leute, ich bin wieder Stacks und heute haben wir wieder ein ganz schönes Car-Mod für euch. Und zwar ein Dodge Challenger. Ja, ich weiß, den gab's schon mal, den 1970er, aber diesen SRT, nee, RT, ich will mal SRT sagen, aber irgendwie war dann nur RT. Gut, auf jeden Fall ein Dodge Challenger, ein 2006er, glaube ich, whatever. Und wir schauen uns den erstmal an. Sieht erstmal nicht so ganz, ne? Nichts Besonderes. Ja, ist halt ein Dodge Challenger, dies, das. Aber so klassische Autos müssen natürlich auch hier drin sein. Ist natürlich ein Scheißwinkel hier. So. Mal gucken. So, jetzt haben wir hier. Hier steht auch, Ding, ne? Was drin? Die Bezeichnung, Gitter und so weiter. Ja, das kennen wir ja alle schon. Wir wissen ja bisher schon, worauf wir achten müssen. Hier Challenger, ja, ganz klar, ganz normal hier. Ja, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Was ich ein bisschen schade finde, ist hier, ich glaube, der Lack sieht allgemein ein bisschen schäbig aus. Ja, hier. Was ist das hier für eine Stelle? Irgendwie ein bisschen komisch. Da ist irgendwie so ein Knick quasi drin. Und das sieht halt total kacke auf der Seite aus. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler am Spawn liegt oder so, oder ob er jetzt hier so falsch gespawnt ist, oder ob das immer so ist. Also bei dem hier ist es genauso, da ist auch dieser scheiß Bug. Ich habe keine Ahnung, Mann. So, schauen wir uns den Motorraum und den Kofferraum mal an. Hier haben wir ein 3D-Modell, oder halt mehr oder weniger. Aber immerhin etwas, natürlich nichts im Gegensatz zum GT. Aber gut, wir haben immerhin so ein paar 3D-Elemente und ja, vom Weiten ist es auf jeden Fall okay. Mehr muss man auch nicht bieten, so viel wie beim GT muss man wirklich nicht bieten. Aber wirklich, war richtig gut. Aber gut, ich hätte vielleicht auch Flint stellen sollen. Egal, hier Kofferraum, können wir auch mal nein, nicht, hallo. Ach Mann, ey, Snapmatic. So, jetzt hier, so, ja, hier ist irgendwie so eine Linie drin, warum auch immer. Man sollte da nicht so nah ranzoomen von, hier sieht es zwar gut aus, aber nah dran, naja. Ist okay, aber was eigentlich viel wichtiger ist, ist ja der Innenraum. Ja, von Namen muss das ja alles nicht gut aussehen oder nicht unbedingt. Wir haben hier Drehmesser, die nicht funktionieren. Nee. Die funktionieren nicht. Lenkrad ist auch nicht so ganz optimal. Warte mal, wenn man hier guckt, immerhin das funktioniert. Ach du, oh nein. Also das sieht echt scheiße aus. Ja, also wirklich. Innenraum, da backen auch die Beine durch. Naja, höchstens zweckmäßig, dafür, dass es vorhanden ist. Radio, schätze ich mal, funktioniert auch nicht. Naja, also es sieht nicht wirklich gut aus. Aber das tun die Original-GTA-Dinger ja auch nicht auf den Rücksitzen und so. Hier ist es noch ganz ansehnlich. Hupe funktioniert. Das funktioniert noch alles hier. Ja, das ist okay. Scheiße, die Drehzahlmesser nicht funktionieren, aber okay. Ja, das funktioniert hier ganz. Das ist okay, aber der Rest ist halt überhaupt nichts Besonderes oder sowas. Schön, die Neon-Kits funktionieren anscheinend nicht. Und herzlich willkommen damit in der Garage. Die funktionieren, also, ich sehe nichts, ja. Keine Ahnung, aber Neon Kids funktionieren hier nicht. Mal gucken, was so bei den anderen Sachen vorhanden ist. Lackierung, naja, das ist klar. Können wir irgendwas optisch? Wir können hier gar nichts Optisches machen. Wirklich gar nichts, nur Fenster. Und die haben immer die gleiche Tönung. Ihr Sapperlot. Und die Scheinwerfer gehen auch noch mit. Nee, die haben dann etwas dunkel. Also das ist ja wirklich komisch. Ach du Scheiße. Dann können wir auch das nehmen, oder? Weil. Von denen. Ach, oh mein. Ach du. Alter. Ja, das war's ja auch schon mit dem Tuning. Also da ist ja echt nicht viel drin gewesen. Schade, dass die Scheinwerfer so kacke sind. Und Neons funktionieren nicht. Es gibt keinerlei äußere Veränderungen. Huch. Oh mein Gott, was soll das? Ach du Scheiße! Es ist sowieso nicht von innen betrachtbar. Ja, geil. Es ist absoluter Augenkrebs. Oh mein Gott. Da haben wir wirklich so ein wieder so ein Carrera. Da sind wir da.
Also, da sind wir wieder bei der ersten Folge angekommen von den Erwartungen niveaumäßig her, ne? Die letzten beiden Folgen war so gut von der Sache her, oder die letzten drei sogar, mit dem Supra, mit dem GT, mit dem Lambo. Die Corvette war ja natürlich auch nicht schlecht. Jetzt haben wir ja solche so Gurkending-Scheiß. Was wirklich gar nichts kann im Vergleich zu den anderen. Na gut, muss auch mal wieder sein. Immerhin ein Lizenzwagen, oder was heißt Lizenzwagen? Die Lizenz gibt's natürlich nicht, aber da steht halt Dodge drauf. Ja. In GTA, gut. Wer wirklich einen Dodge Challenger will, nimmt, glaube ich, den alten, weil der ist nochmal besser. Den konnte man wenigstens tunen. Der hier sieht zwar auch nicht schlecht aus. Ich weiß auch gar nicht, woher der gerippt ist und so. Abgehen, naja, wie halt ein Muscle Car abgehen kann. Hat hohe Beschleunigung, aber die Höchstgeschwindigkeit geht zu das Ding natürlich nicht raus. Ja, gucken wir mal hier. Oder da habe ich hier Scheiße. Oder vielleicht ist es auch andersrum. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, so Höchstgeschwindigkeiten kann das Ding hier nicht aufbringen. Gut, auf jeden Fall gucken wir uns doch jetzt das Schadensmodell an. Ich weiß gar nicht, sollen wir das live machen, weil irgendwie viel kann das Auto ja schon wieder nicht. Aber gut, wir sehen uns dann gleich, wenn ich das mal ausgetestet habe. So Leute, ich habe es dann wieder explodieren lassen und das sieht echt nicht gut aus hier oben. Da fliegt aber ziemlich viel ab, also das Schadensmodell ist, glaube ich, das Beste an dem Wagen, nach dem äußerlichen Aussehen einfach nur. Tuning ist wirklich miserabel. Ich mache das Fazit jetzt einfach neben dem Rennen im Dodge, weil ich glaube, das spiegelt das Ganze wieder. Nein, Spaß. So, es ist kein schlechtes Auto. Es sieht wirklich gut aus. Von außen, die Motorkacke ist nicht ganz so schlimm. Es ist halt immer ein bisschen 3D, aber so gut sieht es nicht aus. Es gibt wirklich sehr wenig Tuning, keine Neons, schlechte, wie heißt es, Tönung. Es gibt definitiv bessere Car-Mods. Da war selbst der Carrera für meine Verhältnisse, also ich fand ihn auf jeden Fall besser. Und gut, eins der schlechteren Autos, aber immerhin, wenn man den so in der Stadt rumfahren hat, denke ich, ist es immer noch besser als so ein GTA-Auto, weil es einfach schöner aussieht. Ja. Vielleicht nicht unbedingt zum in die Garage stellen, zum selber fahren, aber immerhin frischt die Welt ein bisschen auf mit einem Dodge, wirklich, wo auch drauf steht, und der sieht ja von außen nicht schlecht aus. Die Tuning-Möglichkeiten kann man dann in dem Fall vernachlässigen und auf jeden Fall möchte ich ihn weiterhin in meiner GTA-Welt nicht missen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann schon wieder beim nächsten Car-Mod wieder. Der brennt nicht mehr, Digga. Und ja, Leute, bis dahin, Leute. Und Leute, sage ich jetzt nochmal, weil ich cool bin. Leute, 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 bis dahin, Leute, Leute, ciao, Leute.